Das ist ein uralter Werbetrick, um Besucher anzulocken. Du fällst aber auch auf alles rein, Mausebein. Ich muss deinem Vater zustimmen. Das ist eine ganz billige Nummer. Ihr geht mit mir, oder? Ja, klar. Wir sollten die Gelegenheit nutzen und uns den letzten Saal ansehen. Bitte nicht! Oder aber ihr beiden geht schon nach Hause und kocht zur Abwechslung mal mir was Leckeres. So eine fiese Schlange. Aber ich muss mal Pippi. Oh, ich auch. Das ist keine Zirkusnummer, bewegt dein Hintern, hilf uns! Das war verdammt knapp. Es tut mir furchtbar leid, ich muss euch was sagen. Maya ist verschwunden. Wie war das? Keine Angst, diesmal ist ganz bestimmt kein Schlafmittel drin. Boah, ist der heiß! Wer ist denn der Typ? Wer bist du eigentlich? Ach, Conan, wie würden die Weiber ihr Leben wohl in den Griff kriegen, wenn wir Männer nicht wären? Ach ja? Redest du von mir? Und du hast... Aufsetzen und schlafen gehen, was sonst? Frauen, irgendwie hat Onkelchen recht. Aber ohne sie wäre es auch langweilig. Zufall sein, wer glaubt denn hier noch an den Weihnachtsmann? Ich muss Onkel Kogoro ausnahmsweise recht geben. Wenn das ein Unfall ist, fress ich einen Besen. Das schafft die nie. Die ist doch schon fast pleite. Na Junge, ja, ist doch toll. Ich hab's schon wieder geschafft. Schon wieder 100 Punkte. Das macht Laune. Ich glaube, ich bin ein super geniales Naturtalent. Jetzt passt mal gut auf, Leute. Weiter geht's. Wenn das hier klappt, gibt es gleich die dreifache Punktzahl. Hast du nicht mal erzählt, Ran hat nichts für das Spiel übrig und findet's langweilig? Wenn du wüsstest, wie oft die ihre Meinung ändert. Mir drei Freikarten für diese Ausstellung zu schenken, ist ja von dem Klienten sehr nett gewesen, aber trotzdem, hängt dieses Bild überhaupt richtig rum? Mich macht sowas müde. In diesem Fall bin ich mal mit ihm einer Meinung. Guck mal! Conan, bitte sag mir, dass du das jetzt eben auch gesehen hast. Klar habe ich das, das war nie im Leben eine Halluzination. Ich hab's mir also nicht eingebildet. Los geht's! Mori ist wieder im Einsatz. Ach, also wirklich mal. Warum verbringen Frauen ihre ganze Zeit mit Einkaufen und Telefonieren? Aber echt mal.